Und wieder getrennt von der Gruppe. Ja, wunderbar. Brothers Keeper. Jawohl. Sam hat's alles vergeigt. Von Anfang bis Ende. Und trotzdem. Trotzdem ist er Nates Bruder und deswegen müssen wir das hier machen. Egal wie scheiße er sich verhalten hat. Okay. Okay. Okay heißt so viel wie, ich weiß wo schon. Ah, da geht's lang. Okay, hier geht's nicht lang. Ich bin gerade leicht verwirrt. Ah, jetzt schon wieder Wegfindung hier. Wo ist dieser blöde Berg? Vielleicht mal so ein Orientierungs... Oh! So ein Orientierungspunkt hat. Hier geht's auf jeden Fall schon mal lang. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Wir werden ihn nicht rechtzeitig abfangen können. Sicher, er ist schon über alle Berge. Und falls wir ihn doch vorher erreichen, wird er uns irgendwie dazu bringen, mit ihm zu diesem gottverdammten Berg zu gehen. Denn wir sind jetzt so nah dran, dieses Spiel wird nicht enden, ohne dass wir Henry Averys verdammten Schatz gefunden haben. Aber ich sehe den Berg nicht mal. Oder ist das wirklich der, auf dem wir drauf sind hier? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich stelle einfach mal hier rein. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Voll lustig und so. Der Kater ist übrigens wieder da und überlegt, wie er am besten auf meinen Schoß klettern kann. Aber im Moment spielt er noch mit dem Kabel von meinem Controller. Scheint ja schon mal der richtige Weg zu sein, ne? Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Ja, er ist da hoch. Das ist ja wohl klar. Oh, komm schon. Wo ist er hin? So, ein bisschen Anlauf nehmen. Ich frage mich echt, wie viele Folgen dieses Let's Play noch haben wird und wie viele Kapitel dieses... Wow. Spiel noch hat. Das kann ja jetzt nicht mehr so viel sein, ne? Geh ich mal hier rauf. Ah, da ist der nächste Punkt. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt auf das Finale. Ja, also ich meine, solche Geschichten kommen auch ohne die übernatürlichen Elemente aus. Zeigt, mehr Fußspuren. Der Teil hier, ja, zum Beispiel. Bist du nicht abgestürzt? Das ist gut. Zeigt jetzt der, kann ich dich noch umbringen. Zeigt der Teil hier zum Beispiel ganz gut, aber ehrlich gesagt, ich finde, ohne diese Elemente fehlt dann doch irgendwie was. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja im Finale noch was. Weil irgendwo gehört es dann doch zu Uncharted dazu. Oder genauso wie zu Indiana Jones. Ja, das ist, oder zu Tomb Raider. Es ist einfach so. Das ist Teil des Genres. Verdammt nochmal. Man vermisst irgendwie was, obwohl es geht. Also. Und ich bin echt gespannt, ob wir noch ein Uncharted 5 kriegen. Das würde dann natürlich auch wieder hier auf dem Kanal landen. Ja, da kommt er nicht hoch. Aber hier über den kleinen Seitenweg vielleicht. Klettern wir mal da. Nate, fass doch einfach darüber. Mensch, geht doch. So, dann von hier mit Anlauf darüber. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ein Lager und nochmal was zu lesen. Hurra! Ich finde das ausgesprochen interessant, sich
die Geschichte dieses Ortes und das, was hier passiert ist, so nach und nach so zusammenzureimen hier, es ist schon ganz cool gemacht. 14. April 1808. Obwohl ich Hays Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Avery's Schatz zu finden, und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus. Das Fieber wird sinken. Und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteurern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein. Aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben. Und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Hat sich dann letztendlich wohl doch nicht ganz so entwickelt, wie es geplant war. Daneben ist auch vorbei, Kumpel. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. Aber was für eine unglaublich geile Aussicht. Und ist das da hinten New Devon? Ist das das Anwesen von Avery, was wir da sehen? Oder was ist das? Wir müssen bestimmt hier hinten weiter. Das sieht vielversprechend aus. Ups. Und gleich ein paar Fußspuren gefunden. Mehr Fußspuren. Meine Sessel sind immer noch keine Kratzbäume. Ich weiß nicht, ob man das hört, was die Katzen hier wieder fabrizieren. Mal rein. Hey Sam! Ja, tolle Idee. Ne, wir wissen ja nicht aus relativ zuverlässiger Quelle, dass Rafe und Nadine mit ihren Shoreline-Söldnern hier unterwegs sind. Brüll einfach aus vollem Hals. Habe ich da noch eine Waffe? Wow. Ich habe eine Handfeuerwaffe mit 38 Schuss. Das lohnt sich total. Uah, ja. Aber immerhin habe ich noch vier Granaten. War knapp. Was ist hier? Achso. Ist nur ein kleiner alternativer Pfad zu meinem Ziel. So, da wären wir. Okay. Dann mal los. Geronimo! Ihr könnt ja mal einen Geronimo-Zähler machen. Wie oft ich im Laufe dieses Let's Plays hier schon Geronimo gesagt habe. Oder vielleicht auch im Rahmen der ganzen Uncharted-Reihe. Das würde mich schon mal interessieren. Ich habe gerade geguckt, ob es nach unten auch weitergeht. Oh, verdammt! War klar, haben wir schon gedacht. In dem Moment, wo ich gesehen habe, dass das da unten aussieht wie eine Rutsche, war mir klar, dass das einstürzt. Ja. Realistischerweise hätte er sich da die Arme brechen müssen. Okay, aber wissen wir jetzt zumindest auch, was mit Jonathan Burns passiert ist. Wer jetzt tatsächlich noch fehlt, wessen Schicksal immer noch ungewiss ist, das sind... Henry Avery und Thomas Tew. Aber ich bin mir sicher, auch diese Fragen werden definitiv noch beantwortet werden. Ich räume mich so gerne ab. Hier.
Ach, du Schande. Ach, du Schande. Okay. Komm schon. Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Das glaube ich. Das glaube ich, aber letztendlich kommen wir noch ganz gut vorwärts. Meine größte Frage ist natürlich, wie ist eigentlich Sam hier durchgekommen? Weil Sam hat nicht so einen Kletterhaken wie... Wow, ach du Schande. Ich sehe schon, wo es weitergeht. Leute, Prince of Persia, ich sag es euch. Prince of fucking Persia. Müssen okay, wir... Ich schaffe das. Ich kann das schaffen. Oh, verdammt. Definitiv mal zusammenspielen. Ja. Oh, 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 Mist! Ja. Oh. Dieses Plattforming hier, das erinnert mich total an den Prinzen aus Persien. Ja. Ist eventuell ein ganz gutes Folgeprojekt für das Folgeprojekt, was ich ja schon für Uncharted geplant habe. Ja. Geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Weil Prince of Persia, das sind genau wie Uncharted auch wieder 4 Spiele, das ist ein ziemlicher... Brocken, den man dann sich da wieder aufhält. Und ich würde ganz gerne wirklich dieses andere Spielchen dann noch zwischenschieben, von dem ich euch immer noch nicht verraten habe, welches Spielchen es ist. Müsst ihr schon dranbleiben hier in diesem Let's Play, denn das werde ich euch verraten in meiner allerletzten Abmoderation von Uncharted während des Abspanns. Also solange müsst ihr schon noch durchhalten, bevor ich euch verrate, wie es denn dann hier als nächstes weitergeht oder was zumindest geplant ist, zu diesem Zeitpunkt geplant ist, wie es weitergehen soll. Ihr müsst bedenken, dass ich mich von euch aus gesehen knappe 2 Monate, 2 Monate, ja nicht einen, sondern 2 Monate in der Vergangenheit befinde. Ja, heute ist der 20. Oktober, nur so als 2016, so als Marke für euch. Inzwischen haben wir wahrscheinlich schon fast 2017, wenn 2017 nicht tatsächlich auch schon gekommen ist. Es hängt davon ab, wie regelmäßig ich tatsächlich hier Videos veröffentlichen kann. So, diesmal müssen wir bestimmt runter. Da ist... Oh mein Gott, das ist Avery Sif. Und sehr gut erhalten eigentlich noch. So, und unser Ziel ist erstmal hier drüben, denke ich. Wir schwingen nochmal zurück. Wir nehmen noch einen zweiten Anlauf. Und hops! Okay. Das Problem ist, ich muss mich jetzt fallen lassen und das Ganze nochmal machen, ne? Oh Gott. Dass seine Arme das aushalten, das ist ja schon unglaublich. Unglaublich. Hops. Und fallen lassen und hops. Also allmählich kriege ich aber den Bogen raus. Wie das Ganze hier funktioniert. Jetzt so zum Ende des Spiels hin. Ist ja wunderbar. So, kletter da mal rüber jetzt. Alter Falter, aber es ist schon beeindruckend. Und ich frage mich ja, wieso, wenn Henry Avery diesen Schatz geladen hatte. Wieso ist er mit dem Schatz nicht entkommen? Was ist passiert? Hat Thomas Two ihn tatsächlich noch einholen können? Ich bin echt gespannt, jetzt das rauszufinden. Okay. Alles in allem läuft unsere Kletterei doch gerade ganz gut hier. Oh, ich hab nichts gesagt. Viel zu knapp. Oh Gott. Ich bin auch echt gespannt. Ich denke mal, dass es noch eine Folge geben wird. Ja, ihr seht das ja sowieso, weil wenn im Episodentitel nicht Finale steht, dann gibt es noch eine Folge, ist ja klar. Nur ich weiß ja nicht, wie lange dieses Spiel hier noch geht, aber ich denke doch eine Folge werden wir wohl noch füllen können. Weil diese Folge geht noch etwa 5 Minuten, wenn mich mein Zeitsinn nicht täuscht. Ich glaube nicht, dass wir in 5 Minuten hier zum absoluten Abschluss kommen. Oh Gott, komm schon! Ich denke, ein bisschen länger wird das schon noch gehen. Okay, da wollte ich auf die falsche Seite.
Aber war ein guter Versuch, oder? Relativ weit gekommen. Gibt es eigentlich Leute, die dieses Spiel hier schaffen, ohne nur ein einziges Mal zu sterben? Okay, das ist im ersten Anlauf irgendwie besser gelaufen. Und nein, ich mache das jetzt nicht absichtlich, um zu garantieren, dass wir hier noch eine Folge haben. Wirklich nicht. Wobei ich stark davon ausgehe, also eine Folge bestimmt noch. Wahrscheinlich sogar noch mehr. So wie ich dieses... Scheiße! Okay. Durchatmen. Wie spät ist denn das? Na, ein bisschen Zeit habe ich noch. Das ist wohl mein Weg runter. Ungefähr eine Stunde habe ich noch Zeit. Bevor ich so allmählich zum Ende meiner heutigen Aufnahmesitzung kommen muss. Puh. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Einen weniger schmerzhaften Weg hinunter. Ich gucke gerade, ob hier vielleicht nochmal irgendwo eine Leiche liegt. Ich würde jetzt gerne mal in die Statistiken gucken und herausfinden, wie viele von diesen optionalen Sachen wir eingesammelt haben. Hä? Ah, ein Schatz, okay. Na gut. Auf geht's. Henry Avery erwartet uns. Jetzt wird's ernst. Plötzlich, Shoreline-Söldner! Sind wir hier bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. War das Rafe oder Sam? Nein, Sam, hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine. Wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Autsch. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft. Kann er es haben? Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Das ist mutig, Rafe. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier. Ich wage zu behaupten, das wird ihm noch so richtig in den schreiben. Arsch treten. Braves Mädchen. Nach dir. Ha.